Der Blick aus dem Fenster. Einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem Elsass. Heute Morgen hat es schon getröpfelt, das habt ihr jetzt gerade gesehen. Da ist wieder die trügerische Sonne da. Das schaut aus wie im Urlaub, ja, ganz herrlich. Aber für heute Nachmittag ist es wieder ziemlich nass vorhergesagt. Und ja, das mit den Gewittern, das wissen wir nicht, wo die lokal auftauchen. Wir haben also zwei Möglichkeiten, wo die Teilnehmer sich vorher gewünscht haben, wo wir hinfahren könnten. Das eine ist zum Peugeot-Museum nach Süden. Das ist schön, wenn es da regnen würde, aber wenn wir dort sind und es scheint die Sonne und wenn wir die Rückfahrt, das ist der weiteste entfernte Punkt, wenn wir dann wieder zurückfahren müssten, über 100 Kilometer im Regen, das ist auch nicht so schön. Wir sind ja gestern nass geworden in meiner Gruppe. Naja, gut, die andere Möglichkeit ist, wir bleiben hier auf den Höhenwegen, die sind wunderschön zu fahren und wir sind nicht allzu weit vom Hotel dann weg und können eine Schleife einlegen und kommen dann weniger nass zurück. Das werden wir jetzt beim Frühstück mal besprechen und dann seid mal gespannt, wo wir dann tatsächlich hinfahren. Also, viel Spaß beim Mitfahren. So oder so, erstmal müssen wir rauf. Und rauffahren heißt, da gibt es Wolkenschichten, da könnte es neblig werden. Auf jeden Fall, es nieselt. Das mag hier zwar alles auf dem Video uselig ausschauen, beim Fahren in Regenklamotten ist es gar nicht so wild. Also es ist nicht kalt und wir reden ja hier auch nicht, dass wir komplett durchnässt werden. Es ist einfach nur ein bisschen schottisch, nordisch auf jeden Fall. Ja, das hätte hier ein Höhepunkt werden sollen, der Col de la Schlucht. Das ist ein ziemliches gewundenes Kurvenband und es geht richtig schön hoch auf gut 1100 Meter. Aber wir haben das Pech, dass ein Lastwagen vor uns ist. Und der ist zwar langsam, aber wir haben keine Chance, auf den Geraden vorbeizusehen in der Gruppe. Hier am Col de la Schlucht sind wir 1150 Meter hoch. Aber es ist kühl, es hat 14 Grad, zarte 14 Grad. Es regnet aber im Moment nicht, auch wenn die Straße nass ist, aber das ist von vorher. Also wir kriegen nichts ab, aber sind trotzdem dicht angezogen. Und jetzt hoffen wir, dass wir weiter so Wetterglück haben. Das war der höchste Punkt und jetzt geht es wieder runter. Und das bedeutet hier wieder
eine Fahrt ein bisschen durch diesen mystischen Nebel. Sieht das nicht toll aus? Ups. Ja, die Motorradfahrer haben auch so ihre Schwierigkeiten. Die winken uns natürlich nicht zu, weil der Rangunterschied muss ja doch gewahrt bleiben. Was ich hier nicht seht, ist, der Wind bläst hier oben auf der Hochebene ganz gewaltig und der kühlt uns aus. Und jetzt gilt es irgendwie was zum Aufwärmen zu suchen. Also irgendwie so leicht fröstelig ist es nun doch nach den heißen Tagen der Anfahrt. Das Wichtigste ist, dass wir hier schön gleichmäßig dahin fahren und die Kurven von außen anfahren, nach innen kommen und wieder nach außen kommen lassen. Wir machen die also weiter. Alle da? Ja. Ich fahre ja voraus und alle können sich an meiner Linie orientieren. Natürlich die ersten hinter mir natürlich besser als die letzten in der Gruppe, einfach durch den Abstand. Aber einfach mir hinterher fahren, ich wähle schon die richtige Linie und für viele ist es doch neu, dass man eine Kurve weiter machen kann, als der Straßenbauer sie angelegt hat.
So, nächster Stopp. Wieder aufwärmen, Kaffee und Heidelbeerkuchen. Lecker. Und zur Belohnung kommt sogar die Sonne raus. Ha, so macht das Ganze natürlich nochmals mehr Spaß. Aber jetzt machen wir einen Halt. Und zwar schauen wir uns das Museum, wo der Münsterkäse, der berühmte, gemacht wird, das schauen wir uns an. Jetzt erfahren Sie, wie wir unseren traditionellen Münsterkäse herstellen. Mein Name ist Marvin, ich arbeite hier in der Vorführung. Und nach der Vorführung oder währenddessen habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, ein paar Fragen zu stellen. Und am Ende gibt es dann natürlich das Wichtigste, das ist nämlich die Verkostung. Die Verkostung, genau. Es gibt nicht nur Käse, sondern auch Wein. Mhm. Und sonst auch Getränke ohne Alkohol natürlich. So. Also, wie wir uns wahrscheinlich denken, ohne dieser Raum. Ja, es wird alles genau erklärt. Und dann gibt es die Sachen auch zum Probieren. Ja, es war ein guter Stopp. Es hat nicht geregnet, wir haben was zu essen gekriegt, wir sind aufgewärmt und wir haben viel erfahren über diese elsässische Spezialität des Münsterkäses. Mag nicht jeder. Bisschen intensiver, aber man muss ihn schon probieren, wenn man hier ist, oder? Diese hübschen Dörfer im Elsass. Es ist schon toll. Tja, und jetzt machen die Wolken wieder auf und es tröpfelt. Na, aber jetzt sind wir jetzt kurz vor zu Hause. Ich glaube, das können wir noch ab. Voll tanken, damit wir für den nächsten Tag gerüstet sind. Aber ist der kalt? Der Schinken, Salat. Der Schinken ist kalt, oder? Ja, da hat sich die elsässische Küche wieder was ganz Besonderes einfallen lassen. Es schmeckt hier vorzüglich. Und das baut die Moral auf. Prost, Prost!